Hallo, moin moin, liebe Zuschauer, Let's Play Cities XXL, die nächste Folge Verkehrsplanung. Also, der Gesamtüberblick hier ist gar nicht mal so schlecht. Für 1,3 Millionen, ich hatte es in der letzten Folge schon gesagt, finde ich, ist unser Verkehr nicht schlecht. Vor allem dieses ganze Stück, was wir umgebaut haben, das rechte. Und hier geht es jetzt weiter. Und zwar haben wir ein bisschen freie Stellen bei Spitzenkräften. Wir werden hier die Führungskräfte wegnehmen und dafür Spitzenkräfte errichten. Ich werde mal gucken, hier sind ein paar Geschäfte. Ich werde hier unten gleich neu ansiedeln. Ich weiß noch nicht, wie wir den Straßenverlauf hier genau machen, aber ich möchte ungern diese Geschäfte und alles auch wegreißen. Hier haben wir Gesundheit, Brandschutz, Umweltverschmutzung ist hier auch nicht so gut. Ja, das liegt an dem Industriegürtel. Da brauchen wir noch mehr von diesen. Also diese Straße möchte ich dann ja doch gerne weiter wieder so durchführen. Mal gucken, ich werde jetzt auch nicht mehr versuchen dran zu denken, nicht mehr Flächen um die sich abzureißen. So, und dann hatten wir als erstes hier ein Gesundheitswesen. Mittel. So eins. Wir müssen auch gerne wieder so eins hier hinsetzen, finde ich. Nehmen wir das weg. Das wird jetzt ganz entspannt langsam gehen. Wir hatten es ja in den letzten Folgen radikal großflächig gemacht, haben dann aber gemerkt, dass immer die U-Bahn uns wieder zerhauen hat. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache gewesen. Da gehen wir jetzt hier langsam Stück für Stück vor. Jetzt hatten wir jetzt hier noch einen kleinen Brandschutz. Und noch ein bisschen was für die Umwelt. Städtische Einrichtung, wieder ein bisschen Brandschutz. Großsicherheit kostet 5000. Kann man hier auch eine größere hinstellen. Sieht auch besser aus. Ist ja eigentlich alles in Ordnung hier, finde ich. Das ist gut. Diese Straße hier weiterziehen. Weiter können wir hier noch nicht. Ich möchte hier, da hier Spitzenkräfte ja hinkommen sollen, auch eine ordentliche Straße haben. Eigentlich müssten wir die ja mit durchziehen. Ich will aber nicht alles auf einmal wegreißen. Das setzen wir dann daneben nochmal neu. Ja, mach mal. Machen wir. Oder ach, wir reißen das wahrscheinlich eh wieder weg, was nachher falsch sitzt. Hier kommt nichts mehr hin, dann setzen wir ihn hier zwischen. Das passt ganz gut, finde ich. Ich möchte jetzt diese Führungskräfte hier mal wegreißen. So, dann diese Straße nach oben verbinden. Das machen wir so. Oh, das machen wir noch nicht, weil da noch ein bisschen Park im Weg ist. Dass er das nicht überbaut, ne? Das finde ich ist auch echt ein bisschen plemplem. Plemplem. So. Na, das wird ein dummes Stück werden.
müssen wir hier weitermachen, indem wir die erstmal verkürzen. Das ist immer so eine Übergangslösung erstmal. So ist das gut. Dann können wir den jetzt hier anschließen. Und so hoffentlich so, dass es eine Strecke ist. Passt. So, was haben wir hier? Auch qualifizierte sogar ein paar. Machen wir hier weiter. Wie gesagt, ich möchte jetzt keine U-Bahn-Station mehr abreißen, somit müssen wir die Straßen einzeln entfernen. So, da haben wir doch den ganzen Schwung rausgeschmissen. Die Qualifizierten hier weiß ich nicht. Ob wir die behalten. Das ist ein Stück, das ist gut. Ne, hier kommt keine Autobahn hin, Quatsch. So, dann machen wir hier schon mal unser erstes Stück. Müssen wir überlegen, weil den noch unterbrechen ist auch wieder Mist. Und für Spitzenkräfte hohe Dichte. Ich weiß es nicht. Hier kommen wir ganz erschwungen. Dekoration hin. So, da ist das Stück fertig. Mit Spitzenkräften. Ne, da haben wir ein bisschen Platz hier, ne? Jetzt komme ich da nicht mehr hin. Danke. Ja, dann kriegst du da eben kein grünes Zeug. Ich habe keine Lust, jetzt die Karte zu drehen. So, dann muss das hier drüben irgendwie anschließen. Spitzenkräfte. Was ist das? Wissenschaftliches Museum. No. Ganz was Wichtiges. Naja, wir machen mal einfach weiter hier. So. Sind wir ja gar nicht so. Ach komm, ich mach das alles weg. Jetzt noch wieder Straßen dazu bauen, das ist ja auch Quatsch. Das ist doch völliger Quatsch. Ich kann ja hier drüben neu einziehen. Qualifizierten. Ach, ich kann da bleiben. Hier machen wir Führung hin und hier machen wir noch mehr Spitze hin. Freie Stellen bei Spitzenkräften. Na, da können wir noch nicht anschließen wegen dieser kleinen Fitzelstraße hier. Dieses kleine Stück hier macht auch keinen Sinn mehr. Doch, es hat dieses wissenschaftliche Museum beeinträchtigt. Aber wo wird das denn sein? War das Dekorationsgebäude, Sehenswürdigkeiten? Naja. Nee.
war das denn? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, hier muss das sein, oder? Freizeit? War das Freizeit, ne? Kulturelle Einrichtung wahrscheinlich. Gott, was ist das denn für ein Riesengebäude? Was ist das für Spitzenkräfte, also? Das passt hier nicht so wirklich hin. Wird eigentlich noch besser hier irgendwie hinpassen. Jetzt will jemand mal ein anderes Gebäude haben. So. Dann haben wir doch wieder was für die Kultur getan. Bauen jetzt hier noch Spitzenkräfte in der hohen Dichte aus. Wieder voll. So weit wie es geht. Geht erstmal so weit. Dann können wir hier noch so einfach hinsetzen. Die kriegen jetzt ziemlich viel Grünzeugs um sich herum, weil die brauchen ja auch immer viel. Nee, das macht keinen Sinn jetzt da drüben. Das blockiert uns sonst gleich wieder nur hier. Die haben ja hier noch genug Ausfahrten, damit wir die Straße hier zumindest schon mal sinnvoll anschließen können. Einmal so. Die haben gar keine, brauchen wir gar keine neue hier. Müssen wir nur die hier anschließen. Geht das nicht? Ups. Ist die Stückstraße komisch. Die hat hier einen Bug. Ich komme hier nicht ran. Hier würde ich anschließen können. Schaden, so einen kleinen Versatz hier reinzukriegen, solange das ein Stück bleibt. Kriegen wir diese eine Hütte hier wieder hin? Ja, setzen wir die hier hin. Und hier mit Deko voll, so Spitzenkräfte. Ja, klar, keine freien Stellen mehr. Ja, sehr gut, wir haben. Oh, Zufriedenheit erhöht. Ja, jetzt müssen wir hier oben weitermachen. Kann aber dann erst noch mal. Das hier wird auch noch spitze und das wird Führung. Ja, hier nehmen wir nämlich auch noch Führung weg. So eine große Bildung. Dann gucken wir, von hier kommt die ran, dann kommt das weg. Okay. Das wird gut, das wird gut. So, Spitzenkräfte, noch ein paar mehr von euch. So, und Führungskräfte. Grünzeugs.
Okay, ja. Jetzt nicht unbedingt. Hier könnte man noch eine mal reinsetzen. Die hier, finde ich, sehen auch alle nicht so gut aus. Vielleicht kriegt er auch einfach noch mal so einen kleinen Park hier hin. Und hier. So. Geld haben wir ja. Verlagert sich immer das Schlechtere mehr rüber. Ist aber klar. Hier geht's weiter. Und zwar als erstes mal dieses Stück hier. Und gleich das Ganze hier machen. Können wir wieder Führungskraft gleich hinsetzen. Das sollte nicht das Problem werden. Na, was wird dieses ganze Feld hier wegnehmen? Passt ja auch nicht ganz, ne? Eigentlich müssen wir die da reinkriegen. Ne, die müssen wir nicht da reinkriegen. Und die schließen wir an. So machen wir das. Alles Führungskräfte. Wir brauchen jetzt erstmal wieder neue Führungskräfte, glaube ich. Und zwar dieses Feld hier werden Führungskräfte. Und ein bisschen grünes. Hier haben wir schon wieder ein Gesundheitszentrum und hier haben wir eine Schule. Ne, Brandschutz. Brandschutz und Schule. Was ist denn hier schon wieder ein Brandschutz? Ist ein bisschen übertrieben, ne? So, sieht aber schon besser aus. Ja, ich glaube, den nehmen wir mal komplett weg hier. Oh ne, wieso haben die denn keine Verbindung? Wieso sind die denn nicht zur anderen Straße gerichtet? Erstmal egal, ich mache erstmal die Büros hier wieder hin.
Jetzt könnten wir eigentlich die Gelegenheit nutzen und diese Straße hier auch breit machen. Was ist das eigentlich? Das Hightech-Hotel. Nutzen wir einfach mal die ganze Stunde hier. Aber nein, ich mache die U-Bahn weg. Oh, warum sagt mir das denn keiner? Mist. Jetzt haben wir wieder U-Bahn zerstört. So, ist doch ein Büro. Was ist das? Geschäft. Das Camoufleur-Geschäft. Da ist auch noch einer im Weg. Warum dauert das so lange mit dem Abreißen da? Warum kann er sich hier nicht verbinden? Will der uns jetzt hier noch ärgern? Ich möchte noch nur einfach diese Straßenstücke hier miteinander verbinden. Irgendwie ist das echt hier hakelig. Hier können wir auch nicht ran. Scheinbar wegen diesem Stück. Alles krumm und schief ist hier. Ich komme hier generell nicht weg, oder was? Wegen dieser Kreuzung? Verstehe ich nicht. Irgendwie liegt die Kreuzung tiefer, ne? Reicht. Gucken wir uns, glaube ich, in der nächsten Folge an. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.